Jo Leute, was geht ab? Zurück beim Jada Bro Show! Und heute machen wir ein wichtiges Thema mit Eskimo Joe. Auch bekannt als Eski Joe. Dun 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 dun. Skra! Also ich weiß, dass jeden von euch meine erfolgreiche Serien Joe the Bro Show vermisst habt, okay? Deswegen will ich heute die zweite Folge von Joe the Bro Show machen. Und heute machen wir ein wichtiges Thema. Und das ist. What the fuck? Nein, nein. Wie bekommt man eine Freundin? Teil 2. Los geht's. So, diesmal gehen wir natürlich auf Google. Erstmal suchen. Wie bekommt man eine Freundin? Wie bekommt man eine Freundin? Boom. Wie bekomme ich eine Freundin, was dich momentan davon abhält? Interessant. Sehr interessant. Wie bekomme ich eine Freundin, was dich momentan davon abhält? Wahrscheinlich möchtest du eine Freundin finden, weil du denkst, mit ihr wäre alles besser und dein Leben endlich komplett. Mit einer lebenswerten Frau an deiner Seite könntest du endlich erfüllt und glücklich leben. Richtig? Falsch! What the fuck? Nein, das ist richtig. Halt den. Du solltest realisieren, dass dich keine Frau auf dieser Welt glücklich machen kann. What the fuck? Das macht null Sinn. Halt die Fre. Keine Frau kann dich dauerhaft glücklich machen. Falls du also glaubst, dass Frauen alleine dich glücklich machen kann und deinem Leben mehr Sinn ergibt, liegst du daneben. Dies ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, warum du momentan keine Freundin hast, obwohl du dir eine wünschst. Du gibst Frauen einen viel zu großen Stellenwert in deinem Leben. Du glaubst, eine Frau könnte alles in deinem Leben ändern. Ich kenne das. Denn mir ging es früher auch so. Ich fühlte mich einsam. Sehnte mich nach Zärtlichkeit. Wollte geliebt werden. Und wünschte mir Sex. Fuck. Ich sah alle die tollen Frauen, Bekannte von meinen Freunden, Freunde in Cafés, auf Partys, beim Shoppen, am Strand und hatte nur ein Gedanke. Wenn ich doch bloß auch so eine Frau als Freundin hätte, dann wäre mein Leben so viel besser. Das ist jedoch emotionale Abhängigkeit und das ist eine der unattraktivsten Eigenschaften, die Männer vorweisen können. Die häufigste Ausprägung von emotionaler Abhängigkeit ist, wenn Männer zu nett sind. Also, soll ich gemeiner werden? Junge, willst du Schlägerei, Alter? So soll ich dich schlagen? Auseinandernehmen, Alter? Bum, bum, bum. Wie bekomme ich eine Freundin? Was Frauen wollen? Oh, okay, das ist am wichtigsten. Frauen wollen einen Mann, der zu sich steht, der sich frei ausdrückt und der seinen Weg geht. Sie wollen einen Mann, die Verantwortung übernimmt, mit ihren Unsicherheiten umgehen und kann und fähig ist, sie zu führen. Sorry für schlechten Deutsch. Ich kann gar kein Deutsch, sorry. Bin Ausländer. Einen Mann, bei dem sie sich sicher geborgen fühlen und der mit sich seiner Männlichkeit im Reinen ist. Männlichkeit, okay. Okay, was bedeutet Männlichkeit? Das muss ich zuerst wissen. Männlichkeit beschreibt die Summe der Eigenschaften, die für den Mann als charakteristisch gilt. In der Wissenschaft beschäftigten sich vor allem die Gender Studies mit Männlichkeit. Dort wird Männlichkeit als Konstrukt definiert, das sich historisch wandelt und kulturell variiert. Also Männlichkeit gibt es in verschiedenen Kulturen verschiedene Definitionen. Interessant. Also in China heißt Männlichkeit, dass man gute Noten kriegt. Also jedes Mal immer eins bekommt, okay? Das ist Männlichkeit. Und wenn das Männlichkeit bedeutet, dann bin ich der Superman. Ich krieg jedes Mal eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins meine ich, nur eins, okay? Und auch eins plus. Yeah. Okay, jetzt
kommt der wichtigste Teil. Sexualität ausdrücken. Ja, Mann. Ey, wir verstehen alle, was das bedeutet, oder? Okay, scheiße, ich hab ein bisschen zu übertrieben, aber das ist egal. Erst wenn du zu dir und deiner Sexualität stehst und das der Frau auch eindeutig symbolisierst, wirst du aufhören, immer nur in der Freundschaftsecke zu landen. Steh also dazu, dass du gerne Sex hast. Oh, Junge. Es ist absolut in Ordnung. Es ist nichts, was du verstecken musst. Ganz im Gegenteil. Oh, ich will's. Ich habe nichts gesagt. Ich schwöre auf mein Leben, ich habe nichts gesagt. Denn erst wenn du deine Sexualität annimmst und dazu stehst, wirst du aufhören, einen Teil deiner Männlichkeit zu unterdrücken. Ja, Mann, ich will's. Männlichkeit hat aber absolut nichts damit zu tun, dass man als Mann keine Schwächen oder Verletzlichkeit zugeben kann. Das kann und sollte man, denn diese sind absolut notwendig, um Vertrauen und tiefe Verbindungen mit anderen Menschen aufzubauen. Also heißt das, man zu jedem sagen, dass man einen kleinen Schwanz hat? Ist das so? Ist das so? Muss man immer zugeben, wenn man Schwächen oder Verletzlichkeit hat? Okay, dann. Ich habe einen kleinen. Letztendlich geht es darum, eine tiefgehende Veränderung herbeizuführen. Vom emotional abhängigen Mann, der für Frauen alles tut, zu sich stehenden und abhängigen Mann. Ich meine, unabhängigen Mann, der attraktiv für Frauen ist. Ulala. Let's go, Baby. Die Frage ist, wie wirst du zu diesem Mann? Hier spielen auf jeden Fall verschiedene Faktoren eine Rolle. Jedoch geht es vor allem darum, dass du dich gut und erfüllt fühlst. Je erfüllter du dich fühlst, desto weniger du von Frauen abhängig und desto attraktiver bist du für sie. Beim Flirten, wie auch in einer Beziehung, wie auch in einer. Ahahaha. Bist du mit dir und deinem Leben zufrieden, bist du weniger bis gar nicht abhängig von Frauen. Du suchst in Frauen nicht nach Bestätigung, Anerkennung, Zuneigung oder Glück. Frauen bilden somit nicht mehr das Hauptmenü in deinem Leben, sondern das Sahnetörtchen. Und genau darum geht es. Genau darum geht es. Frauen sind Sahnetörtchen, die sind gar nichts außer Sahnetörtchen. Okay? Du musst die fressen. Und so bekommst du eine Freundin. Ja, moin, ich gehe jetzt auch Sahnetörtchen essen. Let's go. Okay, Leute, ich gehe jetzt Sahnetörtchen essen. Let's go. Lecker. Okay, jetzt der letzte Teil. Letzte Teil. Wo du eine Freundin finden kannst. Wenn du einen One-Night-Stand willst, dann suche nach Frauen, die offen sind für. Ah, so gut wie jede Nachtclub. Taugt da. Gut. Ich gehe dann zu einem Nachtclub. Wenn du aber eine Freundin suchst, ist es ein bisschen was anders. Dann solltest du deine Prioritäten etwas anders setzen. Gehe dorthin, wo sich Frauen aufhalten, die ähnliche Werte und Interessen haben wie du. Also geh Aktivitäten nach, die dir Spaß machen und auch Frauen tun, die dir gefallen. Es gibt doch nichts Besseres, als jemanden kennenzulernen, der ähnliche Interessen hat wie du. Oh, du meinst, sie mag auch. Warte, das heißt, ich muss eine Freundin finden, die auch gerne Minecraft zockt. Yay! Dann können wir PvP zocken und auf Hypixel zocken. Ja moin, das ist aber geil. Du gehst gerne feiern? Super, dann geh aber in Clubs und Bars, wo deine Musik gespielt wird und wo Menschen sind, die ähnlich Ansichten wie du haben. Das heißt, wenn du Student bist, dann geh nicht unbedingt in die Bar, die als der exklusive Millionärstreffpunkt der Stadt bekannt ist. Was sind andere tolle Orte, um Frauen kennenzulernen? Cafés, Ausstellungen, Lesungen, Unis, Parks, Yoga und Meditationszentren und online. Aha. Okay, ich gehe jetzt auf den Minecraft-Server, um Minecraft-Mädchen kennenzulernen. Das ist eine gute Idee, oder? Und dann können wir Minecraft haben. Okay, letzter Tipp. Zock kein Minecraft. Warte, was? Zock kein
Minecraft. Minecraft ist für fünfjährige Kinder. Denkst du, dass fünfjährige Kinder eine Freundin bekommen können? Nein, können die eben nicht. Also wenn du Minecraft zockst, dann bekommst du auch keine Freundin. Oh, fuck. Ich zocke immer Minecraft 10 Stunden pro Tag. Wenn ich nicht zocke, gehe ich auf WhatsApp. Heißt das etwas, dass ich nie eine Freundin bekommen kann? Nein, wieso Minecraft? Vor allem Minecraft. Mein Leben ist Minecraft. Okay, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also, das war's. Nein, das war's eben nicht. Eskimo Joe ist wieder am Start. Eski Joe. Dam 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 dam. Dam 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 dam. Dam. So, Leute, danke fürs Zuschauen. Willkommen. Also, ich mach bald ein neues Musikvideo und das Lied heißt Ding Dong. Okay, genauso wie mein Name, Lil Ding Dong. Und, ja. Wollte nur sagen, dass ihr das anschauen sollt, wenn das rauskommt. Und ja, genau, noch ein Ding. Bitte Fragen stellen in die Kommentare, weil ich will ein neues Q&A-Video machen. Also Q&A Teil 3 oder 4, kein Plan. Das wäre sehr gut für mein 1000-Abo-Video, okay? Ich will viele 1000-Abo-Videos machen und ich hoffe, dass die euch gefallen werden. Und ja, danke für eure Unterstützung, dass ich jetzt 1000 Abos habe, okay? Jetzt bin ich so bekannt, ich bin ein Superstar wie Lil Pump. Yeah. Ah, genau. Wenn jemand in Gucci Gang rein will, das ist mein Gang, Gucci Gang, dann schreibt unbedingt in die Kommentare, dass ihr rein will, okay? Gucci Gang. Yeah. Immer Gucci. Schau, das ist Gucci. Ja, Mann. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Yo, my lean car, small nail rent. Yo, your mom still living in a tent. Yo, still same dope with a jets. Yo, me and my grandma take brands. Und wie immer, schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Und ja, für alle, die sich wundern, ob ich eine kleinen Schwan hab. Also, ich meine, die Antwort ist nein. Einfach nein. Soll ich dir zeigen? Ciao. Hey, ich habe schon Ciao gesagt. Wieso gehst du nicht weg? Wieso schaust du immer noch an? Das macht nur keinen Sinn. Autsch, scheiße. Ah nein, ich wurde vom Papier geschnitten. Scheiße, Mann. Und hey, wieso bist du immer noch hier, Alter? Das macht. Geh doch weg und mach Hausaufgabe oder was? Hast du keine Hobbys oder was? Hey, geh weg, schusch, schusch. Junge, geh doch weg, ich muss auch meine Hausaufgabe machen. Ich habe die noch nicht fertig. Ich hatte eine 5 in Physik. Wenn ich keine Hausaufgabe mache, dann bin ich tot. Ich fall durch, wenn ich keine Hausaufgabe mache. Jetzt geh weg. Ich habe keine Zeit für dich. Hey, geh weg doch, Mann. Warum bist du immer noch hier? Das ist meine Frage. Das macht null Sinn. Hast du keine Hobbys? Hast du null Hobbys oder was? Geh Radfahren, geh zeichnen oder was, Junge? Geh schwimmen in den Eisbach. Geh Maggis oder was, Junge? Okay, jetzt ernsthaft, geh weg, okay? Ciao. Ciao, ich habe keine Zeit mehr für dich. Wenn du unbedingt mit mir chatten willst, dann adde mich auf Snapchat, okay? Mein Snapchat heißt JordaBroTV, Link im Bio und ciao. Ah, genau, und wenn du mich stalken willst, dann kannst du auch mein Instagram folgen, okay? Mein Instagram heißt Lil Ding Dong. Lil.ding.dong. Ich werde es auch im Bio schreiben. Wieso bist du noch hier? Hey! Okay, das reicht. Ich verpiss mich. Ciao. Ciao. Ding Dong. Ching Chong. Ping Pong. King Kong. Kim Jong. One time. Long time. Saki, saki, faki, faki, long time, long time. Scheiße, hast du das gehört? Nein, 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 du sollst es nicht hören. Scheiße. Das war für ein anderes Video. Du kleine. Also, das Video hat vor schon so 3 oder 4 Minuten schon be beendet. Wieso schaust du immer noch? Junge. Jetzt hör einfach auf, okay? Versuche aufzuhören, okay? Du musst nicht weiter zuschauen. Das musst du nicht. Das ist keine Pflicht. Geh nach Hause.
Mach deine Hausaufgabe, okay? Sei gut in die Schule, bekomm gute Note. Und dann gehst du Uni oder was? Dann kannst du gute Arbeit kriegen. Und dann bekommst du viel Geld, dann wirst du Millionär, dann bist du so irgend so eine Rockstar oder so. Das ist geil. Verschwende nicht deine Zeit, um meine Videos anzuschauen. Ich meine, bitte verschwende deine Zeit, um meine Videos zu schauen. Dann bekomme ich auch Geld. Und dann werde ich Millionär, anstatt du. Ah, genau, und noch ein Ding. Chinesen essen keine Hunde, okay? Also manche schon, aber ich nicht. Also nicht alle Chinesen essen Hunde. Das musst du wissen. Okay, ciao. Ciao. Ich mache vielleicht auch eine Zimmertour. Dann zeige ich euch mein Zimmer. Aber das soll ich nicht machen, weil das ist halt ein bisschen privat, verstehst du? Du darfst nicht wissen, was alles in meinem Zimmer ist. Und manche von den Dingen, die willst du gar nicht wissen, was die sind. Glaube mir. Junge, das Video hat vor so 6 Minuten beendet. Und du bist immer noch hier. Suche dir bitte Hobbys. Ja, moin. Always down, skid it, yeah. Popping on eggs, skid it, yeah. Popping on eggs, popping on eggs, popping on eggs, pills. You're such a. I love it, I love it. Your boyfriend is a dork. McLovin, McLovin, all my. Just getting ignorant, like a fire, bitch, you ignorant. Ooh, fuck, what's the time? Me and smoke, burp, sip, and drink. Ooh, fuck, she take lines. You're such a. I'm a sick. I like. Ah, scheiße, ich habe morgen Geschichte, ich muss lernen. Vielleicht schreiben wir Ex oder Abfrage oder was. Ah, genau, ich habe heute auch Physikabfrage verkackt. Mann, ich habe jetzt eine 5 in Physik und jetzt habe ich eine 5 in Physik-Ausfrage. Ich wollte vielleicht echt wegen Physik durch, Alter. Ich muss aufhören, Videos zu machen. Das ist Zeitverschwendung. Ich muss Zeit haben zu lernen, versteht ihr das? Also ich habe jetzt gar keine Ahnung, wieso ihr immer noch hier seid. Das ist jetzt schon 17 Minuten. 17 Minuten, Alter. Habt ihr ernsthaft nichts Besseres zu tun, als mich anzuschauen? Bin ich so interessant? Okay, Spaß, ciao. Nein, eben nicht. Ciao. Guten Tag noch. Wie bekommt man eine Freundin? Man muss singen können. You just want attention, yeah, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, yeah, I knew from the start. I've been falling over my feelings, man, I feel just like a rock star. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spencer Rex on new chain, yo. My bae love to cocaine, yo. I forgot name. I can't bottom in a water rain. Rather go and buy ball mains. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, yo. My lean car smaller than a rent. Yo, your mom still live in a tent. Yo, still saying dope with the jets. Yo, me and my grandma take meds. Nah, this shit be new to me, yo. You're such a. It's fucking Trey, wait. I am starting to feel like a rap god, all my people from the front to the back not, they say rap like a robot, so call me rap bot, to rap like a computer must be in jeans, I got a laptop, my back pocket, and I've got the brand new Rolex, and I got a Lambo too, and I'm coming with my crew, this is Team 10, dude, who the hell are flipping you? Yeah. Yo, Ding Dong wieder am Start. 1000 Abos. Yeah. Ich hab kein Leben, außer WhatsApp. Ich kann nicht singen und auch kein Rap. Mein Kanal ist scheiße, sind meine Abos echt? Ich hab keinen Beweis, meine Videos sind schlecht. Ich denke, ich bin cool, aber eigentlich bin ich cringe. Ich sag immer lol, ich bin einfach ein Joke. Ich kenn keine Beleidigung, will immer Beef. Ich hab keine Chance, ich bekomm nie den Sieg. Scheiß Diamond Trump, mein Name ist Wein. Aber Stereotypen sagen, Chinesen haben klein. Ich hab kein Fortnite, ich krieg 0 Kills. Ich sterb in Fight und wurde gekillt. Ich hab kein Skins und auch kein Scar. Ich bekomm keine Wins und auch kein Card. Mein Leben ist traurig, ich hab keinen Zweck. Ich bin so schaurig, mein Leben ist ein Dreck. Ich hab keine Hoffnung,
Ich hab kein Ziel, ich bin eine Enttäuschung, mein Leben ist nicht real. Ich zock immer Minecraft, 10 Stunden pro Tag. Wenn ich nicht zocke, geh ich auf Hotel.